Eins will ich dir mal sagen. Du bist ein richtig durchtriebenes Miststück. Das kannst du mir glauben. Blöde Hinterfitze. Nach der Love Story mit Schlossermeister Benjamin jetzt wieder zu den aktuellen Problemen. Was mir wirklich aufgefallen ist heute, ist, dass Zoe wirklich zu jedem hingegangen ist und irgendwie schön Wetter gemacht hat. Zoe redet über Georgina, kann das nicht abhaben, aber hängt mir die ab. Gibt ihr gestern eine ganz klare Ansage, eine ganz klare. Da müsstet ihr den Stiefel auch durchziehen und sagen, so jetzt. Aber nicht auf Schönwetter machen. Ich mach nicht auf Schönwetter, ich gehe aus dem Weg. Nee, gehst du nicht. Doch. Okay. Und Willi ist einfach gesessen und meint, ich mache auf Schönwetter mit Georgina, was nicht stimmt. Eigentlich sollte das echt gar nicht brennen. Es brennt voll. Vielleicht ist da ein bisschen Dreck reingekommen. Aber da ist Dreck drin, ja. Ja, das macht es aber auch aus. Dankeschön. Kein Problem. Das ist schon Kalkül. Ich äußere mich nicht weiter. Was? Ich fahre morgen nach Hause. Warum? Was ist jetzt passiert? Ich fühle mich einfach mittlerweile richtig unwohl hier. Hey. Weil es einfach echt mühsam wird, permanent durch den Dreck gezogen zu werden. Ich lasse mir nicht von dem Willi und Steff sagen, ich mache mit Georgina auf Schönwetter. Ich guck dieser Frau nicht mehr in die Augen. Ich habe einen Satz mit der gewechselt, als sie mich nach meinem Desinfektionsmittel gefragt hat. Ich so, da steht in der Küche für jeden erreichbar. Jemand frisst hier gleich sowas von meiner Faust. Und sie weiß ja auch, wie es funktioniert. Ne? Sie hat eine gute Schule gehabt. Germany's Next Topmodel. Da weiß man halt, wie man sich in Szene setzt. Und das kann die Kleine echt ganz gut. Da hat Willi nicht ganz unrecht. So, das ist eine reine Respektsache, dass ich euch das sage. Ich werde morgen nach Hause fliegen. Warum? Was? Ich lasse mir nicht sagen, dass ich ein Fake People bin. Und auf Schönwetter mit Georgina mache. Was ist denn jetzt? Zoe, wir sitzen hier, du kannst auch mit uns reden. Zack, Junge, ganz andere Stimmung. Ich kann hier sitzen und offen und ehrlich sagen, ja. Egal, doch nicht so wie sehr das diese Person... Werd doch nicht immer so laut, Mann! Man sagt ja immer, wenn jemand laut ist, dann lügt er, ne? Du schreist mich nicht an, ganz einfach. Schrei dich nicht an. Du schreist mich nicht an. Ich kann hier offen und ehrlich sitzen und sagen, Georgina ist der schlimmste Mensch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Das war, also ich will von Zoe einfach nichts mehr hören. Ich habe keinen Bock auf dir. Zoe ist also, glaube ich, ganz, ganz berechnend, ganz gezielt. Wird auch taktisch, das wollte sie ja mit Willi auch. Sie wollte Willi für die Show taktisch einfach raushauen. Nein. Hast du nicht zu mir gesagt, es wäre doch cool, wenn wir Willi rauskicken? Das wäre für die Sendung, das wäre mal ein richtiger Knaller. Hast du nicht gesagt? Und deine zweite Wahl wäre Kate. Wow, krass. Das ist echt schon heftig. Sie ist für mich verlogen, sie ist für mich eine Heuchlerin. Und wenn ich das schon sage, ich bin ein Mensch, der sehr tolerant ist, der sehr viele Menschen mag und wirklich alle Menschen mag, auch eine verrückte Georgina mag und egal, wer was für Macken Menschen haben. Aber wenn ich eins hasse, dann ist es, wenn Menschen falsch sind. Entweder du lernst, hast du nicht gesagt? Entweder du lernst endlich mal zuzuhören. Ach ey, dann bist du verlogen bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, sie ist eiskalt. Ich habe auch zu dir gesagt, wie hart mir diese Wahl fällt. Das ist doch gelogen, was du lügst. Dass ich trotzdem nicht finde, dass das die richtige Entscheidung wäre. Du lügst. Ganz einfach, du lügst. Geschleime, was du jetzt machst. Mehr nicht. Da wurde aus dem harmonischen Abend, den wir wirklich hatten, ein Desaster. Ich hätte gerne einen Videobeweis, wie ich sage, ich entziehe mich meiner Stimme und halte meinen eigenen Kopf hin, weil ich keine Person. Aber dann erwähnst du aber zwei Namen. Finde ich es am fairsten, wenn wir es zwischen Kate und Willi entscheiden. Nee, du wirst immer lauter und denkst, damit kommst du durch. Aber du kommst mit deiner Lautstärke nicht durch. Du bist auch beide laut. Ja, weil sie lügt. Dann beide einfach ruhig jetzt. Wir sind alle erwachsene Menschen und dieses Rumgeschrei geht mir auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Verlogen und feige bist du. Jetzt, wenn du einmal bleiben. Ja, jetzt weglaufen, ne? Jetzt weglaufen. Danke fürs Gespräch. War das für Topmodel sich genauso? Das ist einfach madig und widerwärtig und unmenschlich und unterirdisch und mir gehen die Ausdrücke dafür aus. Jetzt geht sie zur Psychologin 5 Stunden, dann kommt sie zurück. Ich
möchte nach Hause. Ich glaube, das war einfach nur schön, um Kameras auf mich und ich leg los und mache hier meine Show. Ich will keine Sekunde länger mit diesem unmenschlichen, widerwärtigen Pack in eine Schublade gesteckt werden. Ich habe ja auch gehört, dass es bei Topmodels auch nicht anders gewesen sein soll. Das sind Unmenschen, das sind so widerwärtige, erfolgsgeile Unmenschen. Die sitzen hier, weil sich niemand mehr einen Dreck um die schert und die mal irgendwann berühmt war. Ich hab auch sowas, ich finde sowas widerlich. Aber darf ich auch kurz was dazu sagen? 24 Stunden später, warum spielt es jetzt eine Rolle? 24 Stunden später fast. Aber das ist doch, Melissa, ist doch völlig egal. Wenn Zoe zu ihm gesagt hat, Willi rauszuschmeißen, ist gut für die Show, dann weiß doch, dass das alles hier Show war, dass sie selbst gehen will, dass sie ihren Kopf verpacken will und dass es alles Show war. Und sie hat haben wir es mitbekommen? Ich weiß es nicht. Nein, Melissa. Aber nein, du kannst mich doch jetzt mal aussprechen lassen. Jetzt kann ich doch einmal reden. Irgendwie hat mir keiner zugehört. Irgendwie habe ich immer versucht, was zu sagen und anderen haben einfach weitergeredet. Sie hat sich zurückgenommen und hat zugelassen, dass sie rausgeschmissen wird. Sie hat Diana verhindert. Aber auch nicht safe and safe. Nein, aber darum geht es gar nicht. Aber sie hat sich rausgenommen. Sie hat sich rausgenommen und sie hätte sich safen können. Jetzt nehmen Sie doch nicht nur einen Schutz. Du weißt doch, wie es wirklich ist. Also ich fand das sehr respektlos. Das sind sie jetzt auch. Melissa, das finde ich nicht okay von dir. Und dann dachte ich mir so, ich gehe da jetzt mal zwischen, um die Lage zu beruhigen. Und du hast zu mir gesagt, Diana wird niemals rausfallen. Aber das ist ihre Schuld jetzt und sie hat es zugelassen. Und wenn sie eine Entscheidung getroffen hat, dann wäre sie nicht runter. Nein, ich darf jetzt auch mal was sagen. Sam hat mich dann halt geschubst. Wenn sie Diana eine Entscheidung getroffen hat, dann wäre es nicht so gekommen. Und dann fängt der nächste Brandherd an. Momo und Sam. Nein, aber fass du mich doch nicht an. Ich nehme den Schutz, weil... Ja, aber ich darf auch mal was sagen. Was möchtest du jetzt von mir? Schick mal jetzt! Nein, aber was möchtest du denn jetzt von mir? Ey, Willi! Ganz ehrlich, ich darf doch auch meine Meinung mal sagen. Was soll die Scheiße denn an? So, jetzt wissen die Neuen, wo sie hier gelandet sind. Mein Gott. Wie kann man so mit Melissa reden? Das geht doch nicht. Sie hat doch diese Entscheidung getroffen. Also, ich darf nicht meine Entscheidung sagen, oder wie? Was ist das denn jetzt? Ich finde das ganz krass. Kannst du das nachvollziehen? Nein, kann ich nicht. Die streiten wie die Geisteskranken? Jetzt heult die wieder. Komplett gut. Ich kann es hier nicht mehr. Ich kann hier einfach nicht mehr. Wo ist denn eigentlich Zoe? Ach so, die heult woanders. Eins will ich dir mal sagen. Du bist ein richtig durchtriebenes Miststück. Das kannst du mir glauben. Blöde Hinterfitze. Die ist schuld, dass sie rausgeflogen ist. Sie hat ihre Position ergreifen können und sagen können, die Diana nicht. Das ist alles. Aber sie hat es zugelassen, dass die Diana jetzt rausgeflogen ist. Und die Einzige, die daran schuld ist, dass die Diana raus ist, ist die Zoe. Sam, du kannst deine Meinung sagen, du kannst mich doch nicht wegschubsen, wenn ich vor Melissa gehe. Aber du musst dich doch nicht mehr vor mir stellen, ich rede doch nur. Ein kleines Mädchen sitzt hier. Nein, das ist keine erwachsene Frau, es ist kein kleines Mädchen. Du schubst mich einfach weg, du kannst nicht handgreiflich werden. Genau, ich werde handgreiflich. Du hast mich dreimal weggeschubst, das hat jeder gesehen. Ich habe dich weggeschubst, ich habe so gemacht, wenn das wegschubst. Nein, so, dreimal. Ja, komm. Dreimal, und das haben alle gesehen. Georgina, jetzt bin ich handgreiflich geworden. Der Schwule ist handgreiflich geworden, also sorry. Das glaubt ja hier niemand. Doch? Sorry, Sam. Und zur Seite drücken ist nicht ein Schubsen. Ein Schubsen ist mit beiden Händen. Und wenn man richtig zudrückt, wenn da sogar jemand zu Boden fällt. Und deswegen wusste ich überhaupt gar nicht, was das sollte, dass mir jetzt unterstellt wird, ich habe Mo geschubst. Also, ich habe niemanden weggeschubst. Du hast nicht weggeschubst, haben alle gesehen. Mo. Du bist ja wieder, du hast wieder vergessen, ne? Hast du wieder vergessen, dass du mich geschubst hast? Ich hab dich, komm. Hast du vergessen, dass du die Behauptung über Willi... Also, Mo, du bist so lächerlich. Ich hab dich verprügelt. Frag ihn doch. Also, Mo, du bist ja lächerlich. Frag ihn doch. Ich habe so gemacht. Fass mich nicht an. Ja, also, ich verprügel dich gleich. Ganz lächerlich. Lächerliche Aktion. Haben wir noch Cola Light? Klasse, das war die Frage des Tages. Jetzt wieder zum Rosa Rambo.
ich saß Selbst auf dem Tisch. Willst du mich verarschen? Ich habe dich geschubst mit einer Hand. Bist du nicht geisteskrank oder was? Ja, hör auf, so eine Scheiße zu erzählen. Du bist so mit zwei Händen. Komm, also ganz ehrlich. Du wirst ja sehen. Ich hab dich du bist alkoholisiert, ich nicht. Ja, ich bin nicht da. Ich hab alles im Kopf. Genau. Du hast dich handgreiflich getätigt. Ja, ich war handgreiflich. Ich hab. Okay, wir können es jetzt stehen lassen. Mo, wir lassen so stehen. Ich hab dich verprügelt. Kannst du meinetwegen so stehen lassen? Ich hab verprügelt. Dann, du hast mich verprügelt. Schlagzeile. Also, du bist ja so asozial. Halt bloß die Fresse, du absoluter. Meine Fresse. Das war ja echt schon echt so familienbrennpunktmäßig. Also Freunde werden wir nicht mehr. Brennpunkt Sam hat erstmal fertig. Er hat heute sicher viele neue Fans gewonnen. Aber es war total unnötig. Und auf einmal wurden die Beschuldigungen so persönlich, dass es, also selbst ich hätte nicht mehr gewusst, was sollst du denn eigentlich noch sagen? Und es wurde nur noch geschrien und gekreischt. Es war, niemand hat noch was verstanden. Also ich habe nicht mehr, ich konnte niemandem mehr folgen. Und ich glaube, ich hätte es gemacht wie Zoe. Ich hätte einfach auch den Raum verlassen. Sie begannen den Tag als beste Freunde für immer. Jetzt ist von der Youngster-Gruppe nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Da hilft nur noch, alle ab ins Bett und morgen noch mal neu versuchen.